Herzlich willkommen zu einem neuen Video von meiner Wenigkeit Mr. Benz Bros. Heute werden wir mal über ein ganz kritisches Thema reden, und zwar über die Dieselpartikelfilter. Momentan scheint ja mit den Euro 6 Modelle, wie der im Hintergrund, mein persönliches Fahrzeug, scheint gerade ziemlich groß aufzuklatschen, weil anscheinend die Partikelfilter das nicht mitmachen, wie man es uns erklärt seit dem Motor-Update. Also damit wir mal vorerst klären, was ist tatsächlich das Problem, habe ich heute was von meiner Tochter gestohlen. Und zwar habe ich da was ganz Schönes gezeichnet. Ich hoffe, man erkennt es gut auf dem Video. Das ist ein Innenleben von einem Dieselpartikelfilter. Ja? Der Dieselpartikelfilter funktioniert folgendermaßen. Wir haben als allererst einmal den Motor. Der Motor verbrennt, logischerweise. Dann haben wir die Option einer Abgasrückführung, wie es bei modernen Motoren einfach üblich ist. Die Abgasrückführung hat nur einen Sinn und Zweck eigentlich. Sie führt das alte Abgas noch einmal mit in den Motor rein. Viele glauben zwar, dass das die Verbrennung wärmer macht, das ist aber Blödsinn. Die Verbrennung wird dadurch kühler, und die kühlere Verbrennung wird im Endeffekt zu einem Problem für den Dieselpartikelfilter, weil aufgrund dessen, dass wir den Sauerstoff mit nicht so sauerstoffhaltigem Sauerstoff, also eben das Abgas, da ist ja weniger Sauerstoff drinnen, mit verbrennen, verbrennt der Diesel natürlich härter, oder auch der Benziner, das wäre wurscht in dem Fall, der verbrennt härter und damit auch wärmer. Wenn er wärmer verbrennt, also ohne die Abgasrückführung, beziehungsweise mit mehr Sauerstoff eben, dann haben wir eine sauberere Verbrennung. Ja? Die sauberere Verbrennung würde dem Partikelfilter auf Dauer wahrscheinlich weniger Schaden zuführen als die schmutzige Verbrennung. Jetzt haben wir aber folgende Thematik. Eine Abgasrückführung, die da vorhanden ist, wurde zum Beispiel bei den Euro 6 Modelle, wurde folgendes damals gemacht. Man hat bei den Euro 6 Modelle, das ist Audi, Mercedes und viele andere Hersteller auch, also die VAG-Gruppe, der Daimler-Konzern, da wurden damals eben leider Gottes die NOx-Werte gefunden, dass die zu hoch sein sollten. Und man hat sich was ganz Schlaues überlegt. Man hat sich gesagt, okay, bleibt der am Kunden picken, meines Erachtens noch, und wir erhöhen einfach die AGR-Rate. Aufgrund der höheren AGR-Rate, also die Abgasrückführungsrate, ist die Verbrennung natürlich nicht so hart, somit nicht warm genug, beziehungsweise schädlich, also mit mehr Ruß angereichert. Ja? Der Ruß sammelt sich im Partikelfilter, und wie das funktioniert, werden wir im nächsten Schnitt dann genauer erläutern. Also wir sehen da jetzt einen Partikelfilter, wie er von innen aufgebaut ist. Ja? Der Partikelfilter, also wenn wir jetzt schauen, ich nehme den Stift aus, dann zeichne ich da gleich mit. Ein Partikelfilter, wir haben da die Drucksensoren, einmal vor dem Partikelfilter, einmal nach dem Partikelfilter. Und wie das der Name schon sagt, er ist da, um Partikel zu filtern. Ja? Wir haben hier auch ein Messgerät für die Temperatur im Partikelfilter. Und das Ganze ist so, jetzt strömen da die Abgase rein, und viele glauben ja, das ist ein offenes System und es kommt hinten wieder durch. Also dem ist nicht so. Die Partikel gehen da rein, also die Rußpartikel, und da sind ganz feine kleine Löcher, die sind wirklich mikroskopisch groß, aber dafür halt ganz viele. Aufgrund dieser Löcher, jetzt strömt es da überall rein, das Abgas, bleibt der Ruß in diesen, wie man da sieht, steht man hinten auch, bleibt es da drinnen hängen. Ja? Der Ruß bleibt dort liegen, und das NOx bzw. das Abgas gelangt da wieder raus. Wenn der Partikelfilter jetzt aber zu stark beladen ist, also wenn zu lange zu viele Partikel reingekommen sind, haben wir natürlich das Problem, dass die irgendwann alle voll sind. Dann hat der Partikelfilter noch eine Option, und das nennt sich die Dieselpartikelfilterreinigung. Wie man das macht, ist im Prinzip so, dass man sagt, okay, nach dem Verbrennungsprozess im Motor wird hinterher noch einmal eingespritzt, und man spritzt somit Diesel bis durch einen Abgasstrang mit rein, der natürlich auch verbrennt, somit wird die Verbrennung noch wärmer, und ab einer gewissen Temperatur verbrennen wir diesen Ruß zu Asche. Die Asche sammelt sich aber im Partikelfilter. Irgendwann ist die einfach voll. Das ist in der Regel ist es so, dass es noch ca. 200.000 bis 300.000 Kilometer erreicht ist. Ja, je nach dem Streckenprofil, je nachdem wie ihr fahrt, wo ihr fahrt, ob ihr nur Stadt fahrt, ob ihr Autobahn fahrt. Das hat natürlich viele unterschiedliche Facetten, das Ganze. Fakt ist aber, dass aufgrund dieses höheren AGR-Rate, den man dann mit dem Update beim Euro 6 klatscht nämlich gerade richtig auf, warum, kommen wir später nochmal dazu, ist es so,
dass aufgrund des Euro 6 Diesel, wo damals eben der Abgasskandal aufgeklatscht ist und wo wir jetzt die höhere AGR-Rate fahren als zu Beginn dieses Motorbaus, also das ist jetzt der OM651, da war sie, diese Motoren sind sehr gut. Aufgrund der höheren AGR-Rate kommt es aber zu sehr vielen Problemen und auf die gehen wir jetzt dann genauer ein, beziehungsweise klären wir jetzt vorher aber noch, was ist mit dem Partikelfilter. Der Partikelfilter hat natürlich dieses Freibrennen, das ist eine Keramik da drinnen, ja, und da werden sehr hohe Temperaturen im Partikelfilter erreicht. Diese sehr hohen Temperaturen schlagen natürlich irgendwann zu Buche. Diese Keramik macht es natürlich eine Zeit lang mit, sagen wir 50 bis 150 Zyklen. Also den Freibrennprozess zum Beispiel, ne? Das werden wahrscheinlich sogar mehr sein, es werden zwischen 150 und 300 liegen, würde ich schätzen. Fakt ist aber, dass der irgendwann beladen ist, beziehungsweise dann sogar brechen kann. Ja? Da kann die Keramik innen brechen und dann passiert Folgendes, wie jetzt gerade in Deutschland passiert. Da wird ja jetzt nicht mehr beim Euro 6 Diesel wird ja nicht nur mehr die Trübung des Abgases gemessen beim Diesel, sondern nein, wir messen jetzt beim Diesel, beim Euro 6 Diesel, messen wir jetzt im Prinzip nicht nur die Trübung, sondern den Partikel pro Kubikzentimeter. Ja? Aufgrund des höheren Anteils an Rußpartikel steigt natürlich die Zahl von Partikel pro Kubikzentimeter. Ist eigentlich ganz einfach erklärt. Jetzt werden wir kurz darauf eingehen, wie da jetzt weiter vorgegangen werden kann und was die großen Probleme tatsächlich sind. Was können wir am besten jetzt gegen das Ganze tun? Also, wir haben natürlich mehrere Optionen. Ja. Wir können damit fahren und warten, bis wir den Partikelfilter so schwer schädigen, dass er nicht mehr reparabel ist. Das ist eine Option. Ja. Dann zahlen wir 3.500 Euro für einen neuen Partikelfilter und fahren nochmal 70 bis 100.000 und kommen wieder zu demselben Problem. Aber bleiben wir dort, was wir jetzt aktuell tun können, wenn wir so ein Auto haben, was betroffen ist und wenn das ein Fahrzeug ist, das wir nachhaltig nicht mehr schädigen wollen. Das Thema ist halt das, ich kann euch das sagen, wie das funktioniert. Es muss aber jeder wissen, das ist illegal. Ja? Ich habe es bei meinem Fahrzeug nicht gemacht. Ich habe keinen Bock, irgendwann stückgelegt zu werden. Aber unterm Strich ist das die einzige richtige Lösung in meinen Augen. Ja? Weil es ist für mich nicht nachhaltig, wenn ich sage, ich stoße jetzt weniger NOx aus dafür. Dafür habe ich hinterher nur Probleme mit meinem Fahrzeug. Beziehungsweise ist mein Partikelfilter für 3.000 Euro kaputt. Der Partikelfilter muss auch gefertigt werden. Das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Ja? Die NOx-Werte allein, ja, das klingt jetzt schier, aber die tun keinen Menschen was. Ja? Weil wir haben immerhin eine große Erde und die verkraftet schon ein bisschen was. Auch wenn wir natürlich auf unsere Umwelt schauen müssen. Das ist auch, bitte um Gottes Willen. Nicht? Fakt ist aber, wir können das AGR stilllegen. Ja? Das heißt, wir können das muss man rausprogrammieren lassen, da muss man am Programmierer gehen. Der kann euch das in der Regel für 150 bis 300 Euro stilllegen. Dann könnt ihr noch ein Plattel zwischen rein machen. Da könnt ihr ein Kupferplattel nehmen, ein Nierosterplattel nehmen. Tut das irgendwo zwischen, dass es nicht mehr in den Ansaugtrakt zurück reinkommt. Und ihr habt in der Regel eure Ruhe. Das Auto wird laufen und laufen und laufen. Weil die Fahrzeuge wurden nun mal mit einer gewissen Abgasrate getestet. Nur das Thema ist das, man hat damals, wie der Dieselskandal aufgeklatscht ist, hat man natürlich alles versucht, um diese Werte einzuhalten, damit man hinterher keine Probleme kriegt mit Stilllegungen etc. seitens Mercedes, BMW, seitens Mercedes, Audi, VW und wie sie alle heißen. Fakt ist aber, legt sich das AGR still, wird dieses Problem nicht mehr bestehen. Eine zweite Möglichkeit wäre vielleicht, dass man die AGR-Rate wieder senkt. Nur Mercedes wird euch das nicht mehr ausspülen oder AVW oder wie auch immer. Also finde ich persönlich, haben wir natürlich nur diese Möglichkeit. Oder wir bauen den Partikelfilter aus, was natürlich noch viel mehr Illegalität mit sich bringt. Ne? Das ist ein Riesenproblem. Die Leute werden da jetzt nach und nach drauf kommen. Das wird jetzt aufklatschen. Weil wie gesagt, wir messen nicht mehr nur die Trübung im Abgas, wie bis zum Euro 5 Diesel, sondern wir messen jetzt im Euro 6 Diesel die Partikel pro Kubikzentimeter. Und da haben wir leider jetzt genau dieses Problem. Also, was haben wir jetzt für ein Resümee unterm Strich? Das Resümee sagt uns, dass da leider Gottes, meines Erachtens nach, also bitte, ich muss da rechtlich auch aufpassen, meines Erachtens nach ist es so, dass sie diese ganzen großen Hersteller, ist wurscht, ob jetzt VW, Audi, Mercedes, teilweise natürlich auch Porsche und wie sie alle heißen, jetzt abputzen am Endkunden. Ja? Weil man hat dann im Endeffekt
das Problem behoben mit den zu hohen NOx-Werten, aber der Endkunde spürt es in dem Sinne, dass das Fahrzeug nur mehr 60, 70, 100.000 läuft, bevor wirklich mächtige Investitionen wieder fällig werden, weil aber Dieselpartikelfilter kaputt ist, weil einfach das Fahrzeug so nicht mehr gefahren werden kann, beziehungsweise ist es sogar teilweise voll fahrbereit, nur kriegt sie keinen TÜV oder Pickel oder wie auch immer, wo auch immer das erlebt. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, wo ich sage, das finde ich von den Herstellern wirklich mies, weil der CLA, da zum Beispiel hinter mir, in Österreich haben wir extrem hohe Nova-Gebühren, kostet wirklich eine Unsumme. Also wir reden da ganz schnell von 60.000, 70.000 Euro für so einen kleinen CLA eigentlich. Und dann muss ich als Endkunde tatsächlich noch die Probleme hinterher tragen. Also das ist im Endeffekt nicht wirklich richtig, meines Erachtens nach. Ich muss ehrlich sagen, ich war eigentlich immer jemand, der sich gedacht hat, okay, Mercedes ist wirklich das Auto. Nur das, muss ich ehrlich sagen, trennt mich wirklich von der Marke, weil ich sage, das finde ich einfach nicht richtig. Es ist eigentlich schade, weil der Motor wäre hervorragend, wirklich hervorragend. Okay, man hat damals betrogen, ja, sicher ein, aber dann hätte man damals nicht nur anhand von einer Software was umrüsten sollen, sondern man hätte auch vielleicht einen stärkeren, größeren Partikelfilter einbauen können. Man hätte schauen können, dass man das anders regelt. Ja? Nein, man hat es über die AGR-Rate geregelt und putzt sich meines Erachtens nach somit am Endkunden ab. Ja? Ob das jetzt hundertprozentig so richtig ist, das muss ich natürlich auch euch überlassen. Ich kann es nicht für als Patentlösung erklären, ja? Weil Fakt ist einfach, ich kann rechtlich nicht. Fakt ist aber dennoch, die Vorzeige sind doch gut. Nur ich rate euch, ich persönlich würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, die Uhr zurückzustellen, eventuell das AGR stilllegen, schon vor 50.000 Kilometer oder bei 0 Kilometer sogar, legst du still und der Partikelfilter wird seine Zyklen locker halten, wenn nicht sogar noch besser, weil wir alle kennen das Beispiel von einem Bunsenbrenner oder beziehungsweise von einem Argon-Schweißen. Ja? Da ist es so, dass du Sauerstoff und einen Brennstoff hast. Ja? Wenn du den Brennstoff allein auftrast, dann siehst du ganz viel Ruß fliegen. Fügst du die richtige Menge Sauerstoff dazu, wie in dem Fall im Motor natürlich passiert, ist es sehr rußarm, das verbrennt. Und ihr werdet sehen, wenn ihr zum Beispiel das AGR stilllegt, brennt das Fahrzeug nicht mehr alle 600, 700 Kilometer frei, sondern plötzlich alle 1200, 1400 Kilometer frei. Das dann natürlich wieder auf die Zyklenzahl am Ende vom Partikelfilter her sehr gut zurückzuführen ist und erklärt, warum der Partikelfilter so früh kaputt wird. Für mich steht also fest, dass da geschummelt wurde, beziehungsweise sich am Endkunden abgeputzt wurde und die armen Leute hat es eigentlich ich und viele andere. Was wir tun können, habe ich euch gesagt, Mercedes oder BMW oder Audi oder VW und etc. wird da leider Gottes nicht mehr irgendwas nachbringen. Ich sage, dass der Zug angefahren ist. Aber man hat nämlich eins sehr gut gesehen bei diesen ganzen Herstellern. Da ist unter anderem auch Ford mit drinnen etc. Man hat sehr gut gesehen, damals, sie haben die Fahrzeuge fertig verkauft und haben sofort neu entwickelte Motoren, neu entwickelte Abgasrückführungen, haben mit den SCR-Cards angefangen etc. Also man merkt da schon, dass einer das schon bewusst war, was da passiert, dass sie schnell eine Lösung brauchen, haben sie aber die Kunden, die dann nun mal die Produkte schon gehabt haben, haben sie leider auf denen abputzt. Somit komme ich nun auch zum Ende von dem Video. Und ich muss leider sagen, dass mich das schon sehr enttäuscht von diesen Herstellern, weil ich weiß, gerade Mercedes kann wirklich sehr gute Autos bauen, die wirklich 300.000, 400.000, 500.000 Kilometer halten. Das weiß jeder. Aber ohne, dass du Hand anlegst, werden das diese Autos leider niemals packen. Das muss jedem klar sein. Na gut, wir sind jetzt am Ende und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Und bis zum nächsten Mal, euer Benz Bros.